Noch bis 11. Jänner 2015 läuft mit Kunstmuseum Waldviertel die 1000 Bilder Spendenaktion. Für eine Spende von 120 Euro erhält man als Dankeschön ein Originalbild des renommierten Künstlers Professor Makis Varlamis. Der Gesamtbetrag der Spende geht jeweils zur Hälfte an Licht ins Dunkel und die soziale Arbeit des gemeinnützigen Kunstmuseum Waldviertel. Also die Geschichte hat eine längere, ist länger her. Das heißt, ich habe mal eine Wette abgeschlossen, dass im Waldviertel auch exotische Pflanzen gedeihen können. Und die Wette habe ich gewonnen, weil ich selbst mich als eine exotische Pflanze, der mittlerweile ein Baum geworden ist, und das sind die Früchte dieses Baumes, also die 1000 Bilder. Das ist ja sozusagen mein Geschenk an die Menschen, an die Niederösterreicher, an die Waldviertler, weil ich mich hier sehr wohl fühle und weil ich hier eine neue Heimat habe. Und die Bilder sind über 1000 Bilder, es sind nicht nur 1000, es sind mehrere Bilder. Und es war eine spontane Entscheidung, dass es auch möglich macht, junge Paare, Menschen mit kleinerem Börsel sozusagen Bilder zu erwerben, denn ich habe etwas gegen diese Monopolisierung der Kunst nur für die Reichen und nur für die Wohlhabenden. Gleichzeitig verbinden wir den Erwerb von dem Bild mit einem guten Zweck, mit der Aktion Licht ins Dunkel. Und wie so etwas entsteht und wie Sie sehen, es ist relativ kurzer Zeit entstanden, die 1000 Bilder, die habe ich im Sommer gemacht. Das kann man nur, wenn man in einer Art Ekstase ist, wenn man das Denken ein bisschen reduziert und einfach spontan aus dem Herzen, aus dem Bauch sozusagen die Bilder, die in einem stecken, auch herausbringt. Das heißt, die Kunst ist somit reicher geworden mit einer Position der Unendlichkeit. Kunst ist unendlich. Und das beweist eben meine Unbändigkeit oder mein Verlangen nach einer formlosen Kunst. Das heißt, jede Kunst ist möglich. Jeder Mensch hat einen eigenen Geschmack. Jedem Menschen gefällt das eine oder das andere besser oder weniger. Und deswegen sind alle 1000 Bilder unterschiedlich, weil sie ja auch spontan entstehen. Ich mag nicht, dass ein Künstler nach einer bestimmten Marke immer sucht. Was weiß ich, ich mache nur schwarze Bilder oder ich schütte Schutzbilder oder was weiß ich was, Nagelbilder und so weiter. Ich bin einer, der die Bilder auch für die Menschen macht, als Zeichen für die Liebe, für die Solidarität, als Zeichen auch für eine persönliche Beziehung, denn jeder Mensch kann sich seine Sammlung anlegen. Der Preis ist so niedrig, dass es eigentlich jedem Menschen es möglich macht, so eine kleine Kollektion in seinem Haus zu herbergen, also auszustellen. Und damit, wenn ich theoretisch sage, wenn ich die 1000 Bilder vergebe, dann habe ich 1000 Sammler.